Ja, willkommen, mein Name ist Daniro EP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Battlefront 2. Ja, weiter geht's im Multiplayer. Lass mich mal irgendwie was aussuchen. Galaktische Angriff, ne? Gehen wir alles natürlich mal. Ach, hier ist sowas hier, okay. Mit Einsatz sehen. Ich würde lieber Galaktische Angriff spielen, weil da sind 40 Leute. Da werde ich sehr viel öfter sterben. Und ja, da ist halt mehr los. Ich liebe halt einfach große Schlachten. Was habe ich denn davon, wenn ich irgendwie gegen 8 Leute oder so kämpfe? Ich will gegen 20 kämpfen. Ich will richtig epische Schlachten haben. Hoff. Hut. Ah. Das ist ja sozusagen das Main Event von Battlefront. Ich natürlich spielen. Will ich mit Angriff, das Capture the Flag und all sowas. Es mir viel zu frustriert, weil irgendwie niemand die Einsatzziele irgendwie spielt. Also in Overwatch auch so. Ich bin verdammt grottig in Overwatch, aber ich spiele immer die Einsatzziele. Oh, geil. Und weiß nicht. Dadurch, dass ich die Einsatzziele spiele, scheine ich irgendwie eher zu gewinnen. 400 nur ein AT. Position der Rebellenbasis bestätigt. Der Feind evakuiert und wir haben den Befehl, seine Flotte festzuhalten. AT-ATs werden die Verteidigung der Basis durchbrechen. Mal an, ihr macht den Weg frei und eskortiert zwei Kampfläufer, falls die Rebellen mit Raketen angreifen. Beschützt sie mit eurem Leben. Aber hat wir ein Limit an Einheiten haben, finde ich irgendwie doof. Aber er ist Kampfläuferangriff, ne? Das ist Kampfläuferangriff. Geil. Genau so muss das. Jetzt nur ein bisschen doof, dass wir begrenzte Einheiten haben. Gott. Ja, ist aber mehr nach meinem Geschmack. Ich stelle da an. Oh, ein, wie heißen die? Tonton irgendwie? Verwechsel ich gerade was vollkommen. Meine, ich weiß nicht. Blitze, Opfer. Was ist das für eine verdammte? Rebellen feuern auf einen Kampfläufer. Was ist Opfer? Und warum kriege ich das? Von mir aus kann's losgehen. Einfach weil ich verreckt oder wie? Also theoretisch könnten wir ja uns alle verstecken, ne? Den letzten Raketentreiber habe ich gespürt. Ach, Raketendinger müssen wir ausschalten. Ach ja, Geschütztürme und so, ne? Machen die uns gerade Schaden? So feindlich? Ah, das. Was ist das? Sehr gut. Boah. Okay, ach so, ich verstehe schon. Das war wie ein Ding, wie in der Beta. Wir müssen so Dinger einsammeln, ne? Okay. Nein. Artillerie. Warum kann ich hier nicht steuern? Ist da jemand drinne? Das war Sniper. Ah, ein Kollege von mir ist da drinne. Nimm Sniper. Okay. Muss mal gucken, wie man rollt. Ich glaube, ich da brauche, aber. Oh, wow. Kampfläufer nimmt Schaden. Das ist einfach für einen Nahkampf, ne? Irgendwo da, wo ist er? Positionieren ist alles für einen Sniper. Kampfläufer durchbrechen den äußeren Verteidigungsbereich. Ja, das ist gut, oder? Scharf. Das ist eine Kontaktgranate. Wollte schon sagen. Die sah noch so aus. Aua! Wow! Boah, so was hasse ich, ey.
Na, lass mich mal. Ah, komm schon. Das sind eigentlich nur die Raketentypen hier ausschalten, ne? Keiner joinen. Rebellenanführer im Einsatzgebiet. Ja, sein können, dass der davor steht. Systeme des Kampfläufers beschädigt. Ja, falls jemand hier hinkommt. Nein. Dum, 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 dum. Hi. So, ich habe mich jemand schon gesehen. Oh, die Füße sind im Weg. Und ihr denn, ey? Kampfläufer passieren Kontrollpunkt 2. Die Hälfte zur Basis ist. Das Ding hat ganz schön viel AP, merke ich halt. Du bist ein Rächer. Wird überhaupt was? Hier raus hier. Oh Gott. Oh. Schatten, wo ich weiß bin. Ich meine meine Rüstung. Ja, ich bin auch weiß. Oh mein Gott. Alle wissen jetzt, da Nero ist weiß. Ich weiß mit meinem Ghetto-Slang hier. Ich habe mich als schwarz eingeschätzt, aber. Boom. Seh dich! Jemand hat dein Schild kaputt gemacht. War besser nicht da. Sonst kommt gleich der Scharfschütze, der denkt sich, ja, du hast mich. Aua! Abgeschossen. Jetzt schieße ich dich, aber da war der bestimmt. Okay. So, lass mich mal rein. Boom. Dann hält. Bestimmte Zeit, ne? Den steuern kann, nehme ich an. Weiter mal mit Figuren, die hier stehen. Kommt mir im Weg. Kampfläufer ist in Schussreichweite. Bereit machen zum Angriff auf die Basis. Haben wir schon gewonnen? Nee. Stimmt. So Etappenkämpfe. Die Evakuierung, aber wir müssen zunächst einmal einen Sammelbereich sichern. Da bist du echt. Setzt alle erforderliche Feuerkraft. Aber die Leute halten irgendwie voll viel aus, ne? Ja, ich wollte nicht verlassen. Ja, es kommt so weit hier. Okay. Ha. Ah. Hey! Hab ich gerade geleckt oder was war das? Scharf und
Was, Vader? Hi, Vader. Ah. Jetzt haben sie uns nicht mehr auf ihren Sensoren. Was ist das? Ah. Vorsicht! Sprengsatz deponiert! Das Armee, die ihre winzig aussehen. Ach, komm schon. Warte mal, ihr, ich spiele irgendwie viel zu oft mit diesen Typen. Ich glaube, Sniper bringt jetzt nicht mehr so, weil wir jetzt hier im engen Raum sind. Er ist umkämpft. Wird gesichert. Vader. Ich höre Vader, geh da rein. Oh, was ist das? Schild ist einsatzbereit. Versuchen jetzt den östlichen Hangar einzunehmen. Oh Gott. Tschüss. Rennt, rennt. Ich höre irgendwo weiter, wo ist er? Die ganze Zeit. Warte, euch baller ich jetzt alle voll hoch. Kommt. Geht alle da rein. Ah! Wir machen ausgezeichnete Fortschritte im westlichen Hangar. Machen wir das? Rebellenanführer auf dem Schlachtfeld. Nein, da ist unter. Da war unter dem Schild. Und dann meine ich, ja, das ist Todesruppler, den haben wir auch noch nicht gespielt hier. Oh Gott. Solche Kämpfe sind doch geil. Ah, komm schon. Ehrenhaftes Opfer. Boah, ich will kein Dings spielen, ey. Ich hoffe nicht auf die TIE Fighter hier zu packen. Imperator Palpatine. Oh. Wie macht mir das an? Der Imperator war gerade da, Kollege. Wer schießt mich hier ab, Mann? Oh Gott, ey. Denke, ich habe mich voll gut positioniert, komme so um die Ecke, hau die alle weg. Und dann ballert mich schon einer die ganze Zeit ab. Eieiei. Was zum? Ist er da umgekippt? Rücken jetzt zum östlichen Hangar vor. Granate! Boom. Der ist bestimmt tot. Lass mal hier raus. Oh Gott, schlechte Idee. Komm schon. Ich komme hier nicht raus. Wenn ich hier raus bin, dann mal von der anderen Seite irgendwie reingehen. Bringt irgendwie nichts. Bedarf Maul. Ja, wir kommen an diesem blöden Ort nicht hier vorbei. Lass mal von der Seite irgendwie reingehen, Leute. Bringt irgendwie nichts. Wir gehen alle da rein und werden über den Haufen geballert. Oh mein, ehrlich? Komm schon.
Jetzt mal, wenn ich das aktiviere. Aber wir schaffen mal, warte mal, lass mal. Hier. Falke sowieso, also tue ich mal meine Kollegen aufpumpen. Hey, wir gewinnen gerade noch. Hoffentlich. Wir werden die Rebellen zertreten. Erste Granate. Oh mein Gott. Hangar ist gesichert. Wir haben Befehle für die letzte Phase unseres Angriffs. Aber wir haben noch geschafft. Nein. Ob wir das noch schaffen. Versorgung abschneiden. Sprengt endlich schon die eine Busk. Danach sind die Rebellen auf Horst gefangen und der Sieg ist unser. Okay, warte mal, du sagst. Es ist auf einmal alles sicher hier. Also ich folge Vader. Er guckt schon so, folgt mir jemand. Oh, wir haben einen Plan. Du tust mit deinen Lichtschwert alle Schüsse abblocken und ich tue hinter dir dieses MG einsetzen. Okay, geile Idee, gut. Müssen wir hier reinlaufen? Hi, Boba. Ich bin voll gut gelaunt. Ein feindlicher Kommandeur ist im Einsatzgebiet. Boom. Kann ja keine Granate werfen, ehrlich. Sind ja welche. Ja, aber gut, das ist besser als ein MG, dieses schwere Geschütz. Ich glaube, ich habe Luke. Countdown nähert sich null. Detonation der Rohre in Kürze. Ah, pisst euch! Ja, pisst euch! Ja, pisst euch! Mal irgendwas töten. Oh Gott. Au. Warum nur ich? Was ist das? Die kosten 6000. Die ganze Zeit kosten nur 3000. Mein Hinter. Ein neues Setup, wie ich mich hier positioniere und das Mikro aufstelle. Sieg! Wer ist aber immer noch da? Guck euch das mal an, ey. Wir sind hier vor einem Gewinn. Ah! Doch, mein Gott, ehrlich. So viele Leute und ich werde hier direkt erledigt. Weil wir gewinnen hier. Immer und immer wieder der Imperator. Da Vader wurde wie sie, oh Gott. Ist voll gerade weggetreten. Gar nicht drauf geachtet. Ey. Ich habe nur gesehen, Darth Vader wurde besiegt. Er hat mich so sehr geschockt, ey. Ja, komm mal. Wesentlich gewinnbar, hoffentlich.
Oh Gott. Ich dachte, man kann hier rumlaufen. Wir das Ding noch an einem nehmen? Nee, ne? Oh Gott. Haben schon Verlängerung. Jawohl. Oh nein, das ist Luke. Ja. Bams. Sieg. Alle Treibstoffvorräte eliminiert. Die Rebellen gehen nirgendwo hin. Sehr cool. Hohoho. Gewonnen. Oh, schön. Cool. Gut, ich werde mal kurz hier. Jetzt gucken, wie lange hat gedauert hat. War schon eine große Schlacht, finde ich. Cool, genau solche Schlachten möchte ich haben. Wo ich zwar die meiste Zeit frecke und keine Ahnung habe, was gerade los ist, aber große Schlacht, die Betonung geht auf groß. So, ich habe noch ein paar Sachen hier freigeschaltet. Boom. Teilgenommen. Party galaktische Angriff spielen. Kiste wieder. Truppler. Cool. Das alles mit den Waffen hier, ne? Mal Waffen freizuschalten muss ich. Ich muss nur mit der Angriffsklasse erledigen. Gut. Ich muss nicht mit der Waffe irgendjemanden töten. Sag mal. Vielleicht tue ich aber richtig bombastisches Freischalten. Na cool. Musik gerade so dramatisch. Oh, nur weiße Sachen. Bäh, pfui. Gut, dann mal ausrüsten. Ja, wahrscheinlich während Überleben aktiviert ist, hält sie schon, sagen sie über. Egal, ich habe bisher noch nichts. Ah, jetzt kann ich drei Sachen ausrüsten. Cool. Abhärtung. Ah, cool. Besser als Scanfire, würde ich sagen, ne? Und da werden diese Fähigkeit aktiviert ist. Ja, cool. Dachte, das hat geschützt. Okay. Weiß nicht, ob ich das alles drin lasse, aber mal schauen. Spezialist für den, ob ich irgendwas. Also, den will scheint über Zeit vor sein. Das finde ich voll dämlich. Gegen den Nahkampf besiegt, während deine Fähigkeiten erneuert und du hältst eine geringe Menge Fähigkeiten. Das ist auch nicht so gut. Den Schaden reduziert und damit deine Überlegungsfähigkeit an der Front steigert. Und damit deine Überlegungsfähigkeit an der Front steigert. Okay, lassen wir das jetzt. Ja, würde ich sagen, was das für diesen Part. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein und würde sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und lasst bitte ein Like, ein Abo, einen Kommentar und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.